Yo Leute, was geht? Riot Flox hat uns ein neues Rengar-Rework gegeben. Also das Rework wurde gereworked, so gesehen, oder zurückgereworked und dann gereworked. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine andere Version vom Rengar, die ich persönlich besser finde, weil es ist einer, der seine Core-Identität noch behält. Also dieses 3-Fero-Rengar-System war gut. Ich habe aber gesagt, es macht ihn ziemlich broken, weil wir jederzeit Access auf Fero haben. Cooldown Reduction Stacking wird zu hart belohnt. Bushplay wird mehr oder weniger irrelevant sein. Und das ist schon, zumindest der Bushplay-Part, ist schon eine Sache, die Rengar ausgemacht hat. Er hat die Post gemacht über 7 Stück, was ich einmal mit euch durchgehen möchte. Natürlich auch die Changes, ja, für die von euch, die nur für die Changes da sind. Mache ich das jetzt erstmal, danach gibt es nochmal ein paar Erklärungen. Es gibt auch Bonetooth-Changes, die später kommen sollen. Waren die hier? Oder waren die im Feedback-Post? Bin ich mir nicht ganz sicher. Müssen wir nochmal nachgucken, ja? So, auf jeden Fall, dieser Penner liest sich wirklich durch, was wir Rengar Mains wollen. Der liest sich das Feedback wirklich durch, was sehr cool ist, das sagt er hier. Jetzt schlägt er uns neue Ideen vor. Hier ist die Passive, und das wird euch jetzt verwirren. Rengar generates one ferocity when he uses a non-ultimate ability. Whenever Rengar reaches 0 Ferocity, his next leap generates 1 Ferocity. Okay, das klingt jetzt so, als wäre es... Hört ihr meinen Nachbarn mit der Kettensäge? Okay, wohl nicht. Das klingt wohl wie die alte Passive, so wie wir sie jetzt haben. Ist es aber nicht, denn er hat es genau erklärt. Innerhalb eines Ferocycles bekommt ihr jederzeit, wenn ihr springt, einmalig ein Ferocity fürs Springen. Als Beispiel, ich habe ihr habt wieder 4 Ferocity, ja, wir sind wieder auf 4 zurück, das sehen wir jetzt auch gleich im nächsten Bild. Ich habe ein Ferocity bereits, ich springe, bin ich auf 2 Ferocity. Ich bin auf 3 Ferocity, ich springe, bin auf 4 Ferocity. Jetzt ein anderes Beispiel, ich bin auf 0 Ferocity, ich bin gesprungen, ich bin auf 1 Ferocity. Springe ich jetzt nochmal, kriege ich keine zweite. Für jeden Sprung, einmalig, innerhalb eines Ferocity Cycles, wenn ich springe, kriege ich ein Fero drauf. Das heißt, ich kann springen, wann ich möchte, ich kriege aber einmalig eine Fero innerhalb eines Ferocity Cycles für Springen. Versteht ihr, was ich meine? Ich denke mal schon, oder? Sollte alles smart sein. Das ist ziemlich cool. Es erhöht auch sein Skill Ceiling, denn davor war ich ja gezwungen. Ich glaube, ihr hört das doch. Denn ich war gezwungen zu springen oder eine Fähigkeit zu benutzen aus dem Gebüsch raus oder so, wenn ich auf 0 Fero bin. Jetzt kann ich es jederzeit machen. Das heißt, ich kann einen Fight vor einem Gebüsch starten. Mein Gegner fühlt sich vielleicht safe oder sowas, weil ich nur 3 Fero habe. Ich habe einen Rest benutzt. Gehe ich ins Gebüsch rein, was bei mir ist. Jumpe dann, bupp, der nächste Punkt ist schon da. Ziemlich coole Idee. Ziemlich coole Idee. Feiere ich mega. Battle Raw, okay, Battle Raw ist jetzt mega komisch. Die normale Version von Battle Raw ist die vom Rework. Das heißt, wir kriegen Resistenzen drauf, je mehr wir hitten, desto mehr Resistenzen bekommen wir. Die Fero-Version ist die vom jetzigen Rengar. Das heißt, ich store Damage, ja, und das Ganze heile ich mich dann und ich habe den Cleanse noch. Und ich kriege die Resistenzen on top nochmal oben drauf. Das hier ist so komisch. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich meine erste W mache, bekomme ich weniger Damage. Und wenn ich weniger Damage bekomme, heile ich mich auch weniger aus meiner Fero-W raus. Was mega weird ist, also viele Spieler wollten den Cleanse haben. Wofür brauchen wir den Cleanse? Fast so viele Champions in League haben keinen Cleanse in ihren Fähigkeiten und kommen auch durch. Ich feiere es, dass Phlox auf das hört, was die Leute wollen. Ich finde, dass sie auch okay ist, bin aber persönlich kein Freund davon. weil es thematisch irgendwie wenig Sinn macht, finde ich. Finde ich persönlich. Vielleicht sollte man dann den Wert hier auf 60 erhöhen, wenn schon. Da bin ich aber auch kein Freund von. Weiß ich nicht. Ich kann mich damit nicht einfreunden. Es ist aber so ein persönliches Ding. Ich lasse es stehen. Ich habe kein Problem damit generell, dass wir diese Version der Fero-W drin haben. Ich bin ein Freund der Base-Version, denn die Base-Version reicht mir persönlich schon aus, um glücklich zu sein. Und ich bin gerne glücklich, Leute. Okay. Hier nochmal die Changes. Wir sind wieder auf 4 Fero zurück. Nicht mehr 3, sondern 4. Ja, das hier mit dem Bushplay habe ich bereits erzählt.
Ferocity Fall of Timer ist 2 Sekunden höher gegangen, was gut ist für Neulinge. Empowered Cast Movement Speed Duration ist höher gegangen, was gut ist, wenn man sich auf der offenen Fläche bewegen möchte. Gerade auch jetzt, wo Bushplay wieder wichtiger ist, ist es natürlich umso geiler, weil wir dann schneller wieder in unsere Gebüsche reinkommen. Empowered Caster Movement Speed, habe ich euch im letzten Video schon erklärt, ist ziemlich gut, weil wir hinten bereits, es gibt zwei Thresholds für Movement Speed, einmal das Soft Cap und Hard Cap. Soft Cap lag bei 410, selbst wenn ihr ohne Boots ein Feroz Spell macht, erreicht ihr das Soft Cap. Das heißt, Movement Speed ist weniger wert. Dafür können wir das halt länger halten, was besser ist. Bone Tooth Forgiveness Timer von 1,5 Sekunden auf 3 Sekunden ist super. Empowered, wir hatten ja bereits Bola Strike, Leute, hat immer noch keine Castet, wenn wir springen, ohne wir sehen den Gegner für 2 Sekunden, wenn wir gehittet haben. Das heißt, wenn wir Kha'Zix zum Beispiel mit unserer E hitten, bevor er unsichtbar geht, bevor seine Ulti gepoppt hat, sehen wir ihn. Selbst für Talon, Akali, hier gibt es ja noch, der Shaco. Ich weiß nicht, bei wem man das noch machen kann. Ja. Und ein weiterer Change jetzt noch, Camo Windup Delay von 2 Sekunden auf 1 Sekunde. Das heißt, wir gehen jetzt schneller in den Camouflage rein. Wir müssen nicht mal 2 Sekunden warten, sondern noch 1 Sekunde. Was bedeutet, wenn wir Ulti in Combat ziehen, haben wir früher die Möglichkeit, uns jetzt auch zu wehren. Ich hasse es, 2 Sekunden lang angegriffen zu werden, damit ich dann irgendwie was machen kann. Jetzt kriegen wir den ganzen Scheiß schon früher. Which is pretty good. Which is pretty, pretty good. Es ist quasi der jetzige Rengar, den wir haben, mit einer mega Quality of Life Changes. Und auch einigen Straight-Up Buffs. Was ich trotzdem gut finde. Ich finde es, also persönlich fand ich 3 Fero geil. Warum? Es nimmt uns weg, dass wir sehr abhängig von Gebüschen sind. Ja. Es macht uns generell sehr stark. Stimme ich zu. Also ich sage auch, ich habe auch gesagt, dass es broken ist. Die Problematik hier ist aber einfach, dass wir haben dann gar kein Counterplay mehr. Ich weiß doch gar nicht, was da mein Counterplay gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte gar keins mehr gehabt, oder? Oder, ich meine, ich habe keinen Wave Clear. Ich bin leicht kitebar, aber auch nur leicht. Weiß ich nicht. Aber ich mag dieses Set an Änderungen. Es kombiniert alle Rengar-Reworks oder viele Rengar-Reworks, die wir hatten. Und versucht uns hier den ultimativen Rengar zu geben, quasi, der in jeglichen Playstyles playable ist. Was ich sehr gut finde. Was ich wirklich sehr, sehr, sehr gut finde. Ja. So, ja, jetzt, ja, ah ne, stimmt, noch mal kurz zu dem Bone-Tooth-Scheiß, weil ich glaube, dann werden einige Leute weggehen. Right Fox hat gesagt, er möchte auch gerne die Bone-Tooth verändern. Er möchte aber erstmal jetzt, was alle Rengars Base-Kit ändern, dass das erstmal fein ist. Er möchte das Base-Kit von Rengar erst normalisieren oder okay bekommen, was weiß ich auch, bevor er an der Bone-Tooth arbeitet. Das Problem bei der Bone-Tooth ist, es ist ein Burger mit nur Fleisch. Früher hat uns die Bone Tooth 80 pro Level gegeben mit Utility. Ein bisschen Armor Pen drauf, erhöhte Vision auf unserer Ulti, erhöhte Duration auf unserer Ulti, höhere Jump Range und sowas. Ein bisschen mehr, wisst ihr, wie so ein richtiger Burger mit Käse, mit Salat, mit Tomate, so ein bisschen was von allem. Habe ich persönlich mehr gefeiert als diese Full 80 Scheiße. Ja? Okay, the feedback you all gave me was that 3 Max Ferocity took a lot of what made Rengar special away. I agree, my goal with today's version is to preserve the special bush feel, but open up flexibility with your combos and fight the and not punish poor sequencing as hard. Stimme ich zu? Super. the flat heal empowered W wasn't testing great, so I'm reverting to live W empowered for now. I think there could be some good work done here, but I want to see how the rest works for now. Also an der empowered W lässt er kann man immer noch arbeiten. Having Rengar on PBE isn't the kind of thing we normally do, but I think it's pretty worth it to give it, to give you all a glimpse of the kind of process champion changes. Kind of of the kind of process champion changes to go through firsthand, even if it takes more time to do it at all. Ne? Er meinte, yo, es kann ein bisschen länger dauern. Auch damit wissen Leute, das Rengar Rework wird erst vielleicht innerhalb der nächsten 2 bis 6 Wochen rauskommen. Rengar got a lot of playstyles and it came pretty hard to serve them, all of them, with any set of changes. We've missed in the past on Rengar, so we want to prevent that from happening again. Yeah. For projects like this, we might try a lot of changes that really can't ship for one reason or another. Maybe the mechanic is unbalanced, maybe it warps the character's pattern in a weird way, or hell, maybe the change just sucks. Don't get too attached to anything on PBE. Da hat er recht, Leute. Na, PBE kann sich jedes Jahr alles ändern. Aber ich mag seinen Prozess, wie er rangeht.
Do let me know what you think is good and what isn't working. I really want feedback on these changes, since there are a ton of different kinds of Rengar players and I don't want to leave anyone out to dry. There will be a thread on League PBE I'll be looking over. Und hier ist dann auch der Post. Ja, hier können wir nochmal alles sehen. Und der ist hier wirklich aktiv, Leute, ne? Der ist hier wirklich aktiv. Der schreibt hier wirklich dazu, yo, AP-Rengar wird wohl nicht verändert. Und wenn wir hier Bonus eingeben, mal. Ja. I'm personally not the biggest fan of current Bonetooth, but I want to test this stuff first to see how it feels. I'd also be curious if Rengar players all want a changed Bonetooth or if people like this one. Ich feiere den Typen. Ich feiere den Typen mega. Der hat so viel Kommunikation mit den ganzen Rengar-Spielern. Finde ich gut. Da gab es jetzt keinen Change, wo ich sage, okay, der ist komplett heftig Bullshit, der muss weg. Der experimentiert. Auch wenn etwas broken ist, nimmt er es weg. Wenn wir sagen, es ist sie broken, nimmt er es weg. Wenn wir sagen, es ist unbalanced, change das. Fühl ich, Leute. Fühle ich einfach richtig. Ich wünschte, so könnte jedes Champion-Update aussehen. Mega geil einfach. Mega, mega geil. Feier ich, ne? Aber ja, Leute. Das hier war es dann mit dem Update zum Rengar, zum Rework, vom Rengar Rework, was wir jetzt haben. Wir haben ein neues Set hier. Ich werde dieses Set, aber ich glaube, nicht ausprobieren. Es hat nicht so viel Stuff, der mich interessiert. Oder es schwierig wäre, umzusetzen. Ja, oder irgendwie sowas. Deswegen lasse ich hier wahrscheinlich erstmal stecken. Es sei denn, ihr wollt unbedingt haben, dass ich es nochmal anzocke oder sowas. Aber, ja, Leute, ich bin dann noch erstmal weg. Ihr könnt eure Meinung gerne in die Kommentare reinschreiben. Tschüss, tschüss, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.